Im Studiengang Landwirtschaft hat man neben natürlich dem Ackerbau auch die Tierhaltung. Wie füttert man seine Tiere, Kühe, Schweine, Geflügel? Was hat man als Endprodukt, also die Milchproduktion bzw. Fleischproduktion? Für den Studiengang Landwirtschaft habe ich mich entschieden, vor allem auch hier für Triesdorf, weil es ein sehr vielfältiger Studiengang ist. Und das Besondere an dem Standort hier ist, man kommt aus dem Hörsaal raus und ist erstens direkt auf dem Feld, aber auch hier im Milchgewinnungszentrum und kann sich das in der Vorlesung Gehörte direkt live und in Farbe einfach anschauen und anfassen. Also sehr wichtig ist für mich, dass man nachhaltiger wirtschaftet in der Zukunft. Deswegen habe ich auch den Zweig ökologische Landwirtschaft gewählt. Da lernt man beispielsweise, wie man mit den Tieren umgeht, ohne Antibiotika zu benutzen und bei den Pflanzen keinen Mineraldünger einsetzt. Ich habe an der HSWT Landwirtschaft studiert und seitdem bin ich jetzt bei uns im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb für den Anbau und die Verarbeitung von Zuckermais, aber auch von den anderen landwirtschaftlichen Produkten wie Salaten tätig. Also ich würde auf jeden Fall noch mal in Triesdorf studieren, weil wenn ich jedes Mal zurückdenke oder an der Autobahn dran vorbeifahre, denke ich immer an die tolle Zeit, die ich dort erlebt habe. Man kennt sich einfach auf dem Campus. Also es ist die Anonymität, die man in anderen Städten oder an anderen Studienstandorten hat, die gibt es hier nicht so. Es sind einfach tolle Erinnerungen an den Ort und ich würde das auf jeden Fall noch mal machen.